Willkommen zurück zu Dragon Age 2. Wir sind im Sunderhügel, wir sind im Lager der Dalish-Elfen. Ich habe offscreen ein bisschen unser Inventar geleert. Wir haben also wieder Platz. Hier vorne. Ich wollte... Genau, hier war noch ein Codex-Eintrag, den ich vorlesen wollte. Den haben wir ja beim ersten Besuch hier vergessen. Arleton, Teil 1. Über die Geschichte der Elfen vor dem Fall von Arleton. Bevor die Zeitalter benannt oder nummeriert wurden, war unser Volk ruhmreich und ewig und unvergänglich. Wie bei der großen Eiche waren unsere Traditionen beständig. Unsere Wurzeln kräftig und nur der Himmel unsere Grenze. Ein ewiges Leben bedarf keine Eile. Wir verehrten die Götter monatsweise. Entscheidungen wurden nach jahrzehntelangen Debatten getroffen und eine Einführung mochte Jahre dauern. Hin und wieder verbrachten unsere Vorfahren Jahrhunderte im Schlaf, aber sie waren nicht tot. Wir wussten, dass sie im Traum des Nichts durchwanderten. Zu jeder Zeit nannte unser Volk das gesamte Land Elfhinan, was in der alten Sprache Heimat unseres Volkes bedeutet. Und im Zentrum der Welt stand die gewaltige Stadt Arleton, ein Ort der Weisheit und des Gesprächs, wo die klügsten der alten Elfen sich austauschten, alte Freunde begrüßten und Meinungsverschiedenheiten beilegten, die Jahrtausende alt waren. Doch während unsere Vorfahren im ewigen Zyklus der Zeit ihr Leben mit heute unvorstellbarer Gemächlichkeit führten, veränderte sich die Welt außerhalb ihrer prachtvollen Wälder und uralten Bäume. Die ersten Besucher der Menschen kamen aus dem Norden, aus Pavolen. Unsere Altvorderen nannten sie Schemlen oder Hastlinge, bemitleidenswerte Kreaturen, deren Leben nur einen Lidschlag währte. Beim ersten Zusammentreffen waren die Menschen schroff und kriegerisch, reizbar und kampflustig, ohne jede Geduld für das entsprechende Tempo elfischer Diplomatie. Aber die Menschen hatten noch Schlimmeres als den Krieg im Gepäck. Sie brachten Krankheiten mit, gegen die unsere Vorfahren hilflos waren. Und zum ersten Mal in der Geschichte starben Elfen eines natürlichen Todes. Und die Elfen, die mit den Menschen geh- und verhandelt hatten, begannen plötzlich zu altern, verdorben durch die Hektik der menschlichen Lebensführung. Viele glaubten, die alten Götter hielten sie für unwürdig, so lange zu leben und hätten ihnen deswegen die Hastlinge geschickt. Unsere Vorfahren betrachteten die Menschen als Eindringlinge, vergleichbar damit, wie die Menschen unser Volk in ihren Städten beurteilen. Die damaligen Elfen machten sich sofort daran, Elfhanan vor den Menschen zu verschließen. Aus Furcht, der Beschleunigungseffekt würde die gesamte Zivilisation auslöschen. Der Fall von Arleton. Für eine Schüssel ist es vielleicht etwas zu flach. Okay, wir sind hergekommen, weil wir etwas brauchten. Und zwar, finde Rhein Eisenbock. Die Dalish könnten wissen, wo. Gut, dann werden wir erstmal mit den Dalish hier reden und nachfragen. Aber vorher reden wir nochmal mit Fenrir. Wie geht's dir denn so? Ich kann euch nicht genug danken, dass ich hierher kommen durfte. Aber es ist nicht so, wie ich gedacht hatte. Wie geht es mit den Albträumen? Konnte die Hüterin euch mit eurer Magie helfen? Leider hatten wir mit diesem Problem noch nie zu tun. Ich studiere unsere alten Schriften, aber es ist ein langsamer Prozess. Sein menschliches Blut erschwert die Ausbildung. Als ich in Kirkwall gelebt habe, hatte ich das Gefühl, jeder würde mir ansehen, dass ich ein Elf bin. Jetzt ist mir klar, dass dem nicht so war. Hier ist es schwieriger. Dennoch begrüßen wir es, dass ihr ihn hierher gebracht habt, werter Freund. Ein Sohn unseres Stammes soll nicht alleine leiden. Bitte nehmt dies als Zeichen unseres Dankes. Oh. Ja, danke schön. Gut, Hüterin Marefari, reden wir nochmal mit ihr. Möge der Schreckenswolf niemals eure Schritte hören, Kind. Ja, das hoffe ich auch, ne? Was reden die denn da hinten? Furchtbar. Terrat. Seid vorsichtig, Herr. Ihr ahnt nicht, wie viele Dalish-Freien in diesem Augenblick auf euch gerichtet sind. Vielleicht ist lediglich du verflucht. Wow, wie die alle hier kurz und quer labern. Irgendeiner da. Irgendeiner. Nee. Okay, dann reden wir mit Meister Ilen. Oder Ilen. Oder wie auch immer. Ihr seid zurück. Braucht ihr irgendetwas? Ich suche Eisenborke. Ja, genau. Habt ihr reine Eisenborke auf Lager? Welche Verwendung hättet ihr für Eisenborke? Ich kenne keinen Schem, der sie nach seinen Vorstellungen formen könnte. Wie auch immer, ich habe keine mehr. Ich weiß zwar, wo sie zu finden ist, aber ihre Beschaffung ist unmöglich. Wir dürfen das fragliche Gebiet nicht mehr betreten, seit wir dort zwei unserer besten Jäger verloren haben. Weshalb das Verbot? Aber das hat der ja gerade schon geklärt, ne? Kann ich helfen? Wo liegt das Problem? Vielleicht kann ich euch dabei etwas zur Hand gehen.
Ich empfinde es als beleidigend, dass ihr davon ausgeht, Erfolg zu haben, wo er uns versagt geblieben ist. Dort befindet sich dunkle Brut in enormer Zahl. Würden wir versuchen, sie auszumerzen, würden wir damit das Leben unserer wenigen verbliebenen wertvollen Jäger aufs Spiel setzen. Ich zeige euch, wo das Gebiet liegt. Was ihr mit dieser Information anfangt, bleibt euch überlassen. Wenn du den Meißel so hältst, wird dich das den Daumen... Dunkelbrot. Yum, 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 yum. Aufgaben des Kräuterkundigen. Meister Elaine hat erzählt, wo es Eisenbock gibt, aber auch von der dunklen... vor der dunklen Brut in dem Gebiet gewarnt. Okay, dunkle Brut. Schauen wir doch mal. Ach, jetzt kann... da. Ja, toll, aber... jetzt haben wir hier nicht... oh, das ist doch doof. Das ist doch doof, dass wir das... aber okay, gut. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Hier waren wir sowieso noch nicht. Ich hoffe nur, es ist jetzt der richtige Weg und wir müssen jetzt nicht den ganzen Weg nach oben laufen, weil das würde mich ein bisschen ärgern. Also den anderen Weg rechts rum. Erstmal Gebiet verlassen. Vielleicht ist es ja nämlich doch nicht hier, sondern... ja. Okay, dann gehen wir nämlich dahin. Gut, dann sparen wir uns dann doch noch den einen Weg. Hier werden wir auf jeden Fall später nochmal wegen anderen Aufträgen zurückkommen. Und hier gibt es dunkle Brut. Und Horlocks, da sind sie schon. Das hätten wir gesehen. Gute Arbeit. Jackie darf auch mitmachen. Ein leichter Helm. Nee, kann ja gar nichts. Absolut gar nichts. Ja. Und auch dieses Gebiet. Ja. Woran erinnert es euch? Wer die Frage beantworten kann, bekommt einen Keks. Ein Ogre. Auch mal wieder. Nett. Und stoppen wir uns jetzt mal direkt. Also was ich vorher noch sagen wollte. Ich finde es ja okay, wenn man teilweise Gebiete so ein bisschen wiederverwendet. Das macht ja auch durchaus Sinn. Hochwertige Stiefel, aber das, was wir jetzt in den letzten Parts gesehen haben, wo die wirklich 1:1 einfach rüberkopiert wurden und im Prinzip genau dieselben Gebiete sind, das ist ein bisschen, ja. Ja, 9 Mana Ausdauer, körperlicher Schaden. Nö, behalten, aber können wir nicht gebrauchen. Hier ist ein Leichnam und hier ist die reine Eisenburg schon. Sehr schön. Wäre das auch getan? Gut, Quest aktualisiert. Wir können also... zum Kräuterkundigen zurück. Den Namen weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass wir ihn in der Galgenburg gefunden haben. Ja, er stand da in der Galgenburg. Dann war es das hier auch schon. Voll die gefährliche Aufgabe. Also, ja. Die Dalish-Elfen, das ist... puh, das war wirklich brutal. Genau. Hier wollen wir hin. Galgenburg. Und, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, war ein neuer Brief da in unserer Hütte. Gucken wir gleich mal. Finde ich schön, dass das so angezeigt wird. Das würde uns auch eine Menge Lauferei sparen. Wo habt ihr eure Magie erlernt? Ihr kennt meine Einstellung gegenüber dem Zirkel, aber im Allgemeinen kann ein Magier nur dort eine anständige Ausbildung erhalten. Mein Vater hat sie mich gelehrt. Er selbst wurde im Zirkel ausgebildet, konnte später aber fliehen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Glück ihr hattet, jemanden zu haben, der euch geliebt hat und euch helfen konnte. Dafür würden die meisten Magier töten. Ihr erinnert mich an ihn. Ja, wieder so ein abrupt endendes Gespräch, wo ich immer mehr erwarte. Also, selbst nach so vielen Stunden erwarte ich immer noch, dass da noch was kommt. So wie Tios.
Ihr habt alles gebracht, was auf der Liste stand. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Erfolg freigeschaltet. Goldkind. Das dürfte, glaube ich, daran liegen, dass wir jetzt über 100 Gold haben. Yep, 101. Wunderbar. Ich werde dennoch im Moment noch nichts ausgeben, schlicht und einfach, weil wir dafür noch vergleichsweise zu schnell leveln und dementsprechend auch immer wieder neue Sachen bekommen. Da. Ja, ihr seht's hier, da wird ein Briefsymbol angezeigt. Also gibt es hier noch irgendwas. Wir sind also noch nicht durch mit den Nebenmissionen. Bin ich einfach euer Diener. Auf dem Schreibtisch liegt ein Brief für euch. Ja, du als Diener. Die Idee an sich ist ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ob du ein guter Diener wärst. Aber zum Toilettenschrubben, ja, optimal. Oh, sogar zwei Sachen. Freunde ganz unten. Soviel ich weiß, benötigt ihr dringend Geld. Falls das stimmt, würde ich euch gerne einen Vorschlag unterbreiten, den ihr wohl kaum ablehnen könnt. Sucht mich nachts in der Nähe der Gießereien in der Unterstadt auf. Dugal. Und ein Brief an Bethany. Werte Bethany, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was mit Tamara geschehen ist. Ich glaube, ihre Familie ist nach Redcliffe geflohen, aber ich konnte sie nicht ausfindig machen. Ich habe kaum noch Hoffnung, aber vielleicht geschieht ihr ein Wunder. Ich versuche es weiterhin. Ich weiß, dass ihr mit Tamara eng befreundet wart. Ich schreibe euch, sobald ich etwas erfahre. Hoffentlich geht es eurer Familie gut in Kirkwall. Bestellt bitte eure Mutter Grüße von mir. Ich werde weiter für euch alle beten. Mit besten Grüßen, Schwester Ursula. Okay. Neue Questzüge für Freunde ganz unten, ja. Das andere war aber keine Quest, das war einfach nur... Ja, das war nix. Okay, das gehört hier auch zur Hauptquest. Tja, dann muss die Expedition immer noch warten. Ja, dann muss die Expedition leider immer noch warten. Okay, ich würde jetzt gerne mal wieder eine Runde Aveline mitnehmen. Willst du einen Magier nehmen, der mit? Nehmen wir beide mit? Ach komm, nehmen wir erstmal noch beide mit. Und dann bei Nacht in die Unterstadt. Jo. Wobei, eigentlich mag ich gar nicht beide mitnehmen. Weil ich möchte die beiden wahrscheinlich in der Expedition dabei haben. Dann könnte ich mich jetzt nochmal Fenris mitnehmen. Oder Varric. Oder. Ach ja, egal. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aveline hat noch Level-Ups. Wahrscheinlich nur eins. Ja, nur eins. So, dann hat sie jetzt genau 30. Und ich glaube... Genau, ich wollte in den Behüterbaum gehen und ich wollte dicke Haut mitskillen. Die langen Jahre an der Front haben Aveline ungewöhnlich zäh gemacht. Schadensresistent plus 15% passiv. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sowas kann man immer gebrauchen. Sollten wir nicht zu den Gießereien? Waren die Gießereien nicht eigentlich hier unten in der Ecke circa? Gießereienviertel? Aber okay, dann gehen wir da oben hin. Kein Thema. Hier war... Speichern. Bund raus. Hier sind mir zu viele Leute. Das wird sicher im Kampf enden. Könnte ich mir vorstellen. Sieh mal einer an. Wenn das nicht der Mann der Stunde ist. Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich wette, ihr werdet schon bald froh darüber sein, dass wir uns begegnet sind. Mein Name ist Dougal Gavorn. Und ihr seid Bartrans neuer Geschäftspartner. Ich bin noch kein Partner. Er war äußerst erpischt drauf. Was geht euch das an? Ich noch nicht, ne? Das bleibt noch abzuwarten. Und genau darüber muss ich mit euch sprechen. Bartrand hat meine Hilfe abgelehnt, obwohl ich das nötige Geld übrig hätte. Ich bin allerdings noch immer davon überzeugt, dass diese Unternehmung äußerst vielversprechend ist. Aber dieser Narr will mich nicht investieren lassen. Falls jedoch jemand wie ihr für mich investieren würde. Thema vertiefen. Warum könnt ihr nicht investieren? Bartrand war wirklich verzweifelt auf der Suche nach Hilfe. Er muss also einen guten Grund gehabt haben, euch abzuweisen. Den hatte er. Wir hatten eine... Meinungsverschiedenheit. Ihr habt Bartrand doch kennengelernt, oder? Man bräuchte schon die Geduld eines Bronto, um ihn nicht umbringen zu wollen. Aber was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Jetzt würde er vor lauter Stolz mein Geld nicht einmal annehmen, wenn es ihn vor dem Ruin bewahren würde. Und ich soll ihn jetzt hintergehen dafür? Er wird nicht besonders glücklich sein, wenn ich das tue. Warum solltet ihr es ihm dann erzählen? Bartrand ist viel besser dran, wenn er von einigen Dingen nichts weiß. Auf diese Weise ist er glücklich, ihr seid glücklich und ich bin glücklich.
Wir alle sind glücklich. Okay, ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Bis zum nächsten Part.